Also erstmal würde ich immer raten, sich einen Menschen, dem man vertraut, erstmal ins Vertrauen zu ziehen. Also wirklich Menschen, denen man sehr vertraut. Und zu sagen, dieses Problem habe ich, XY. Magst du vielleicht mit mir in einem Fitnessstudio anrufen? Daneben sitzen. Manchmal hilft das schon bei einigen, habe ich festgestellt. Oder was gibt es da für Alternativen, dass man die erörtert? Nicht, um dumme Ratschläge zu bekommen und so kluge Ratschläge, sondern zu sagen, so pass auf, hey, ich habe dieses Problem. Und manchmal hilft das schon, wenn man das erstmal einer vertrauten Person gesagt hat, dass es leichter fällt. Und wichtig ist halt immer, finde ich, sich vorzumachen, man ist kein Baum. Ne? Also wenn du etwas möchtest, bewege dich. Du bist halt kein Baum im Leben. Du kannst es verändern. Und wenn man davor Angst hat, sollte man das umso mehr machen. Definitiv. Kannst du dich noch an den ersten Besuch im Fitnessstudio erinnern? Ja, Wie war kann ich. das? Also, Also wie war das für dich, bevor du reingekommen bist? Also ich muss dazu sagen, ich war, obwohl ich immer so ein mopsiges Teenagerkind war, ich habe Handball gespielt Okay. und habe es eine Weile mit dem Schwimmverein versucht und habe auch Kung-Fu versucht, tatsächlich. Durfte dann aber nur noch das Handball zu weitermachen. Bin dann da aber wirklich in jungen Jahren, sagen wir mal, ein bisschen abgerutscht mit den Leuten. Hier und da schon mal feiern und so, ne? Und habe das dann aufgegeben. Und bin dann tatsächlich das erste Mal, ich glaube mit 19 Jahren, weil ich dann ja wieder abnehmen wollte, das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen. Und da war es noch vor 20 Jahren, noch diese Welt so, Ja, ne, da war sie noch ein bisschen anders im Fitnessstudio. Da das dachte stimmt. ich dann so, okay, aber ich habe es einfach gemacht für mich, war aber noch so, wie sage ich das? Am besten immer jemanden bei mir haben. Wenn der nicht geht, dann gehe ich nämlich auch nicht. So, und dann habe ich mich vor 4 Jahren bei euch ja wieder angemeldet im Fitnessstudio und hatte damals Janosch am Telefon. Ich weiß noch ganz genau, Janosch, unseren Trainer hier in Wilhelmshaven, und habe angerufen mit meiner zittrigen Stimme damals und habe gesagt, ja, ich würde gerne, aber ich habe Angst vor Bodyshaming. Das waren meine, hat er gesagt, davon musst du keine Angst haben, komm her. Ja. Wie lange ist da Zeit vergangen? Also vor 4 Jahren wieder angefangen und davor mit 19 oder? Ja, und dazwischen habe ich dann halt immer wieder halt auch in Hamburg in so Fitnessstudios Okay. also die Sport gemacht. Aber das waren dann immer nur so 2 Jahre und dann immer wieder locker jetzt 10 Jahre Pause, weiß ich nicht. Also so ungefähr so gefühlt. Aber du hast was Interessantes gesagt, Bodyshaming. Und das ist das, was ich anfangs gesagt habe, dass es immer noch viele Menschen, also vor allen Dingen viele Frauen gibt, die genau davor Angst haben. Weil es war, ich sag mal, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückspule, es war nicht selbstverständlich, dass eine Dame mit einem Alter, ich sag jetzt mal so ab 60, die vielleicht auch ein bisschen Übergewicht hat, dass es von denen viele im Fitnessstudio gab. So, und wo ich selber auch noch Trainer früher war, dann hast du auch ganz oft gemerkt, wenn sich mal so eine Dame ins Fitnessstudio verirrt hat, die kam meistens immer mit Kopf nach unten so und kam ängstlich rein. Ja, so So. war ich auch früher, ja. Und wenn die dann zufälligerweise jemanden gesehen hat, die vielleicht gleich alt war, vielleicht auch im gleichen Körperbau, die auch im Fitnessstudio war, hast sofort gesehen, Körper gerade, ach, ich bin doch nicht die Einzige hier. Mittlerweile ist es ja Gott sei Dank gang und gäbe, dass übergewichtige Menschen, dass ältere Menschen im Fitnessstudio sind. Und trotzdem gibt es immer noch zu viele, die davor Angst haben. Also aktuell sind ja ungefähr 13% der deutschen Bevölkerung in einem Fitnessstudio angemeldet. Aber achten, ich meine, ich bin nicht schlecht im Rechnen. Und Jürgen. es, Jürgen, genau. Und 87% sind ja noch nicht in Fitnessstudio selbst wenn du jetzt, ich sag mal so, die Menschen, die gar nicht mehr gehen können, die ins Fitnessstudio nicht kommen würden oder die Menschen, die zu jung sind, hast du ja immer noch viel zu viele, die noch nicht in einem Fitnessstudio sind. Ja. Und viele davon haben genau davor Angst, vor dem du auch Angst hattest. Wie war es für dich, wo du das erste Mal da war dein Gedanke, dein Glaubenssatz sofort gesprengt oder? Nee, Hast nein, 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 okay. nein. Also ich bin das erste Mal dann morgens hin.
Janosch hat mir die ersten Geräte gezeigt, das war dann schon unangenehm so. Ich meine, da war gar nichts los, das war früh morgens. Ja. Dann musste ich auf ein Gerät zum Beispiel, da passte mein Bein nicht zwischen. Das war super peinlich. Ne? Also habe ich mich gleich im Grund und Boden geschämt und dachte so, oh Gott, meine dicken Beine passen da gar nicht zwischen. So, und dann hatten wir, weil er gemerkt hat, ich bin so, ich hatte auch so einen Redebedarf dabei und hatte auch so ein, hat er mir einen zweiten Training dann gleich am nächsten Tag gegeben. Okay. Und das haben wir dann auch gemacht. Allerdings bin ich dann in die Umkleide und bin, also das war auch wieder so vielleicht eigentlich ein Zeichen, mich nicht anzumelden, aber ich habe es trotzdem getan. Ich bin umgeknickt in der Umkleide und habe mir einen Fuß verstaucht. Und habe dann Training gemacht, bin dann mit nach Hause gehumpelt und danach erstmal Gehschuhe, ne? Erstmal für eine Weile, aber ich habe mich trotzdem angemeldet. Ja. Und dann habe ich schon überlegt, so als das mit meinem Fuß war, weil ich einfach nur umgeknickt bin beim Sportschwimmen. Also das geht ja so nicht. Und dann war ich eine ganze Weile, bin ich ehrlich, gar nicht da. Ne, dann habe ich mich auch erstmal nicht getraut. Und weil ich dann so dachte, oh nee, so kannst du nicht, so willst du nicht, das habe ganz viel drüber nachgedacht und ja, bin dann wirklich diese Richtung OP dann gegangen. Und dieses Body-Shaming, es ist halt einfach so, ne? Es ist, dir wird suggeriert schon von klein auf, du musst Ja. schlank sein, du musst die Ja. perfekten Haare haben als Frau, du Ja, musst ja. geschminkt sein, du darfst nicht so, guck mal, ich habe Augenringe ohne Ende, ja, ich Mangelerscheinung und und. Das ist alles Dinge, die werden weggespritzt heutzutage, Fältchen und gerade als Frau, als Mann mit Übergewicht ist es sogar noch Ja. sogar ein bisschen leichter. Aber Frauen werden so hart verurteilt, aber Ja. nicht nur von Männern, sondern hauptsächlich von den Frauen selber. Ich bin jetzt Von ganz anderen ehrlich, Frauen. ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir, ne? Du hast Ja. vorhin deine Augenringe angesprochen. Das ist Ja. mir, als ich dich gesehen habe, aufgefallen. Das fällt mir jetzt gar nicht mehr auf, solange Ja. ich dich angucke. Ist wirklich so. Also das sieht man Ja. jetzt, das fällt mir gar nicht mehr so auf. Ja. Aber die sind halt da und ich sage immer, ich bin quasi mit denen geboren worden. Ich habe letztens ein Kinderfoto gesehen. Wahrscheinlich irgendwelche Mangelerscheinungen, jetzt noch schlimmer. Und das kann man halt nur operativ beheben, ne? So, und ich denke Aber mir immer, sie sind da und ich setze zum Beispiel auch die Fotos, die ich reinsetze, wenn ich sage, ich bin gerade im Studio. Es ist kein Filter drauf. Ich drehe mich gut ins Licht. Aber es sind keine Filter drauf, weil ich möchte diese Filterfotos nicht mehr. Ich habe früher nur Filterfotos gemacht, am besten noch ja. mit Snapchat und hier und da und so verfremdet. Also hätte man mich gesucht, hätte man nach Prinzessin irgendwem gesucht. Und, aber Gollum wäre eigentlich verschollen gewesen um den Sonne. Also man hätte mich nicht erkannt. Ja, das ist leider heutzutage auch durch Social Media, Instagram und Co. So dieses perfekte Bild eines Menschen ist ja noch krasser geworden. Also man sagt ja Ja. immer, also es gibt ja viele Menschen, die gucken sich das Leben anderer auf Instagram an und beneiden die. Ne? Obwohl diese Menschen, die ein perfektes Leben zeigen, die sehen in echt erstens anders aus, die haben in echt gar nicht so ein perfektes Leben, die haben die gleichen Probleme, die gehen auch morgens auf die Toilette, kochen mit Wasser. Aber leider Gottes Sein, ne? ist so. Aber viele, die sich das angucken, denken, boah, die haben ein besseres Leben als ich und ziehen sich damit deutlich automatisch runter. Aber die wissen halt aber auch nicht, was diese Menschen dafür alles tun und wie sie sich verkaufen dafür, ne? Und das ist halt einer Definitiv. der Gründe, warum ich halt überlege, möchte ich das? Ich habe nicht so ein Highspeed-Jet-Set-Leben. Ich gehe nicht ständig in Cafés. Ich könnte halt einfach nur zeigen, wie ich Sport mache, was ich zu essen mache. Nicht mal da bin ich so, dass ich sage, ich muss das jetzt überdekorieren mit hier noch fünf Blaubeeren und dies und jenes, weil ich dazu ja gar nicht essen möchte. Aber Weißt du, glaub so, mir, deine wenn ich das schon Geschichte, so. und wenn du dadurch authentisch bleibst, dann wollen die Leute gar nicht sehen, dass du essen gehst, dass du ein Jet-Set-Leben hast, dass du am Strand liegst, sondern die wollen einfach nur sehen, wie du von da, wo du warst, rausgekommen bist und wie du heute lebst im Prinzip. Und diese Ehrlichkeit, weißt du? Ja, aber ich habe halt leider hier sehr viele Menschen, die mir progesteriert haben. Du wirst niemals schlank, auch mit der OP nicht. Du wirst immer wieder dick, du wirst auch später wieder dick werden. Und die mich halt auch gerne fallen sehen möchten, tatsächlich. Und genau Also ein deswegen. paar Menschen, die sind halt wirklich bösartig. Und Frauen untereinander ist, ist das Allerschlimmste. Ich kenne Menschen 20 Jahre und dann heißt es jetzt, nee, wir sind aber eigentlich gar keine Freunde. Oh, das ist Ach natürlich so, aber traurig. seit 20 Jahren und wir haben unsere Telefonnummern ausgetauscht. Du siehst meinen privaten WhatsApp-Status, weil wir sind keine Freunde. Ja gut, dann kann ich deine Nummer auch löschen. So, so bin ich jetzt, ne? Weil ich möchte nicht, dass jemand über mein Leben einfach urteilen kann dann. Nee, super.
dass du so mittlerweile, also ich kenne dich ja vorher nicht, aber es scheint Ja. ja, dass du auch wirklich von der Persönlichkeit her, vom Selbstwertgefühl, dass du dich angefangen hast, selber zu lieben. Das ist ja Ja. heutzutage sehr, sehr viel wert. Also, wir haben jetzt über Nur eine das, Stunde gequatscht. Ja. sondern es ist nicht nur das, glaube ich, sondern ohne dass ich das jetzt, also ich finde jetzt, ich sehe ganz durchschnittlich aus, aber es gibt Menschen, die sagen, ja, aber du siehst jetzt viel besser aus als die Menschen, mit denen du dich umgibst. Ne? Und der Teufel spürt die Konkurrenz vielleicht, sagen die dann. Und dann sage ich, aber es gibt keinen Grund, also nicht mit meiner Lebensgeschichte auf mich eifersüchtig zu sein und nicht Ja. mit dem, was ich gerade noch mache und was ich durchlebe. Also, und wenn das nur vom Äußerlichen her ist, dann ist das wirklich eine total verkehrte Geschichte. Definitiv. Denke mal dran, du bist der Durchschnitt mit den 5 Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst. Und oft ist es auch so, wenn man sich, es ist natürlich schwierig, sich von Menschen zu trennen. Aber auch selbst bei mir, ich habe gelernt, zum Beispiel einige Menschen aus der Ferne zu lieben. Kennst du das? Ja. Es ist ja oft zum Beispiel in der Familie, gibt es ja immer vielleicht welche, die man nicht so mag wie andere, ne, aber du bist gezwungen, halt mit denen vielleicht am Tisch zu sitzen. Ne? Also Meine betrifft jetzt Familie nicht. alle. Ich Bitte? mag in der Familie tatsächlich alle, aber wir sind halt, ich mache halt sehr mein eigenes Ding. Ne? Also wir sehen uns zu Geburtstagen nur noch ein wenig, was ich manchmal traurig finde, aber manchmal liegt es halt auch an mir, nicht nur an denen, sondern manchmal auch an mir. Jeder hat ein Leben, die haben Kinder, die haben Familie, die haben Partner, da sind nochmal Jobs, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da ist die Zeit auch anders, was ich verstehe. Wenn es hart auf hart kommt, sind die da. Okay. Also tatsächlich, das muss ich sagen, und da bin ich sehr, sehr dankbar. Super. Ja. Isabel, eine sehr, sehr faszinierende Geschichte. Also ich Aber ich hatte heiße Isabella. Ich heiße Isabella. Isabella. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Isabella, hast du recht. Ich entschuldige mich. Weil ich habe, bei mir standen 2 Termine, in einem steht Isabella, in einem steht Isabel. Ja, wer war Ich das? hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Nein, 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 Alleine das ist jetzt, noch ein Grund, gleich mit Jürgen zu sprechen und gucken, wie wir dich unterstützen können. das wäre total lieb. Also da würde ich mich super freuen. Und Okay. selbst wenn ich Zehner noch zahlen muss für die Umkosten, weil ich ja so gerne ins Solarium gehe und so, das ist mir auch egal. Oder wenn ich nur noch ein, 3 Monate, weiß ich. Aber ich bin wirklich auf finanziell. Also ich bin wirklich so weit, dass ich sage, bald entweder keine Nahrungsergänzung mehr oder bald kein Sport mehr. Das Das ist ist halt nicht, tatsächlich so. also egal, ob du das eine oder das andere aufgibst, wäre nicht gut. Deswegen Nein, wollen wir wäre das gerne manchmal tatsächlich unterstützen. nicht gut. Ja. Genau. Aber ich schnack Ich gleich bin mit den. positiv überrascht, wie nett du bist. Echt? Ja. Danke. Die wirkt immer gar nicht so nett. Also schon, Ja. aber schon sehr, sehr, ja. In den Videos Also oder wo nicht meinst du das? so. Hä? In den Videos oder wo meinst du das? Ja. Echt? Ja, es ist, wirkt sehr businessmäßig. Also das ist jetzt ist sehr viel menschlicher, als ihr euch da wirklich darstellt. Also Ja das gut, wirkt sehr vielleicht. viel oberflächlicher alles. Echt? Ja. Okay. Das nehme ich mir zu Herzen. Ja, bitte. Also ein bisschen mehr familiäres Ja. Miteinander wäre schöner bei Viva. Ne? Ich würde mich auch freuen, wenn ihr bei uns die Fläche ein bisschen vergrößern könntet. Vielleicht eine Sauna reinbauen. Auch eine Sauna rein. Ihr könntet hier das Studio sein. Es gibt hier nur ein Fitnessstudio, was eine Sauna hat. Also eine Sauna ist, glaub mir, generell in der Fitnessbranche, also du musst dir vorstellen, Sauna und Kurse ist ja eine Sache, was eine kleine Zielgruppe anspricht. Es gibt wirklich Statistiken, dass ungefähr, wenn es hochkommt, 5 bis 10% der Bestandskunden eine Sauna nutzen. So. Echt? Ja, das ist, also wir haben ja 5 Standorte, gibt es eine Sauna? Bitte? Dann Nochmal? bin ich schon 10% alleine. Ja, weil, guck mal, wir haben 5 Standorte, die haben eine Sauna. Ja. So. Und vor allen Dingen, was wir gemerkt haben in kleinen Orten, die vielleicht noch sehr katholisch angehaucht sind oder evangelisch angehaucht, da ist es so, dass die Leute ungerne in dem Fitnessstudio, was sie besuchen, in die Sauna gehen, weil die haben die Sorge, ich kann meinen Nachbar da treffen, meine Nachbarin, den Arbeitskollegen und dann sehe ich den da nackt. Und deswegen, das ist wirklich so, also wir haben ja 5 Standorte mit einer Sauna. So. Und das Ah, sind das ist wirklich, das wenn es. Patent hier. Ja, das ist halt Bitte? das Patent
Hemde, ne, von den Menschen. Die sind halt verklemmt. Ja, genau. Das war das einzig so. Gute, was meine Mutter mir immer beigebracht hat. Nacktheit ist einfach nichts Schlimmes. Nee. Ist auch so. Ne? Deswegen, wie gesagt, und eine Vergrößerung, da ist ja keine Fläche frei. Aber wir sind immer, glaub es mir, jeden Tag dran zu gucken, dass wir immer wieder besser werden. Ne, jetzt sind ja aktuell 48 Standorte, die, ja, die fünf sind ja gerade in der Voröffnungsphase. Also wir stehen jeden Morgen auf, versuchen immer besser zu werden. Wir machen nicht jeden Tag jeden glücklich, ist auch, also ist auch schwer bei dieser Unternehmensgröße, aber wir haben nie vergessen, wo wir herkommen und trotzdem danke für dein Feedback. Ich wäre gerne. Ne? Ich finde halt super, sehr direkt und sehr offen und ja, ist auch richtig finde, so. Ich finde, man muss das einfach besser lieber so ansprechen und immer alles ansprechen, anstatt hintenrum zu sagen, ja, nee, eigentlich gefällt mir das nicht und das nicht weiter zu empfehlen in dem Sinne. Definitiv. Ne? Das ist so. Das ist eine Restaurantbewertung, ne? Ja, hat es Ihnen geschmeckt? Ja, danke. Und hintenrum gibt es eine gute Bewertung mit einem Stern, ja. Das ist nicht in Ordnung. Da kann ja, dann, also da, nicht ehrlich, das, ne? Das ist wirklich so, ne? Also es gibt mal eine Geschichte, das ist zum Beispiel, es gibt ja im Fitnessstudio, das ist ja normal, vielleicht Menschen, die vielleicht nicht unbedingt angenehm riechen, beispielsweise jetzt. Ne? Da gab es auch mal so eine Geschichte. Ja, genau. Ja. Und die Menschen, das ist ja nicht, die Menschen, die merken selber gar nicht. So, und dann hast du als Trainer unendlich viel Schwierigkeiten, dieser Person das zu sagen. Und es gab Situationen, dann haben wir das gemacht, auch ich persönlich unter anderem. Und diese Menschen sind dir nachher so dankbar, weil die es selber nicht gemerkt haben. Es kommt aber auf die Art und Weise drauf an, glaube ich. Es gibt definitiv auch Menschen, die musst du schon zur Seite nehmen, dann bin ich da voll und ganz bei dir, wenn man das dann macht. Aber es gibt halt auch Menschen, die sind halt einfach so, ne, ey, wasch dich mal, ne? So, das geht halt auch nicht. Ja, das geht, nee, alles das schon geht erlebt. Das geht natürlich nicht, aber wenn du das diesen Menschen vernünftig auf Augenhöhe und respektvoll sagst, sind die dankbar. Weil besser macht es zum Beispiel der Trainer, als wenn alle Leute nichts sagen, sich wegdrehen und da, wo die Person ist, 10 Meter um diese Person kein anderer trainiert zum Beispiel. Vielen, vielen Dank. Isabella! Entschuldigung, Isabella. Kauf ein A. Kauf ein L und ein A. Isabella, okay, also nimm es mir nicht übel. Du musst dir vorstellen, ich habe heute bestimmt so 12 Telefonate geführt. Ich musste 12 Namen mir merken. Deswegen hat man es ein bisschen schwierig. Da ist Isabella natürlich der Schwierigste von allen. Nein, super aber spannend. Ich habe nur, damit du das dir vorstellen kannst, ich habe immer einen Bildschirm und dann habe ich unten 2 Namen stehen. Wie gesagt, der eine Termin, da steht Isabel und im anderen Termin steht Isabella. Und deswegen, sorry, nimm's mir nicht übel, ich werde es wieder gut machen. Du, alles gut. Ich habe sogar eigentlich einen Doppelnamen. Ich heiße sogar Isabella Sandra mit Bindestrich. Und ein Teil, und meine Familie nennt mich stellenweise halt Sandra. Echt? Ja, nochmal tricky, ja. Ja. Naja, siehst du, interessant. Nee, perfekt. Ja. Also, ich würde mich, wie gesagt, bei dir erkenntlich zeigen, bedanke mich für dieses wunderbare Interview und möchte abschließend dir wirklich auf dem weiteren Weg alles, alles Gute wünschen. Ich drücke dir, ich würde gern 2 Daumen drücken, aber ich war mal Tischler, der fehlt hier der halbe. Deswegen drücke ich meine 1,5 Daumen. Und überleg dir wirklich, ob du deine Geschichte nicht... Entschuldigung. Na, alles gut, also eine kleine Behinderung habe ich auch. Ja, aber das war so stumm. Da muss ich ja selber so lachen, ne? Ich mag sowas, ja, sehr stumm. Ja. Nein, aber wirklich, erzähl deine Geschichte in die Welt und glaub es mir, du wirst viele Menschen dadurch inspirieren, auch irgendwas in ihrem Leben zu ändern. Ich hoffe, ihr könnt damit überhaupt was anfangen, was ich euch gesagt habe. Definitiv. Also Sport ist für mich essentiell wichtig geworden. Ja. Für die Tagesstruktur, für die Disziplin, für meinen Kopf, für meinen Körper. Meine Muskulatur ist ja quasi am Verschwinden durch die schnelle Abnahme. Mhm. Innerhalb eines Jahres habe ich ja abgenommen und halte das Gewicht ja seit 2 Jahren. Und dementsprechend habe ich natürlich eine Muskulatur wie Spaghetti. Und und dafür nutze ich das. Und das ist quasi mein zweites Wohnzimmer. Ja, cool. Das wie Fitness und Balance haben. Und ich hoffe, das bleibt die nächsten 40 Jahre so. Ich hoffe, das bleibt überhaupt so lange da stehen. Wir geben unser Bestes. Und super. Deswegen, ich auch. Das heißt, wir dürfen die Fotos vorher nachher nutzen. Natürlich, von mir super. Aus. Dann sind wir auf jeden Fall dabei. Na, ja.
Super. Perfekt. Super, Ich freue dann mich. wie gesagt, vielen, vielen Dank. Dann beende ich mal die Aufnahme. So, warte mal. Ja. So, Aufzeichnung beenden, beenden.